Im ersten Jahre unter Döhler braucht's ja gleich mich als ihren Vertreter. Ihr werdet euch fragen, warum grad der? Haben den mir in Hof kann mehr, der sonst noch wen blöd warfen kennt? Tja, man hat es leider glor verbänd, an anderen rechtzeitig zu fragen und noch ein bloß ne ich zu holen. Aber mei, viel sind eh nimmer do gewesen. Man kann's ja in der Zeitung lesen, Pressesprecher, Hauptamtsleiter und es gängert noch viel weiter. Ausgetauscht worden ist das ganze Team, bloß einer, der ist do geblieben. Gut, eigentlich sollte ich auch schon gehen. Immerhin hat die OB ja ihren Einsatz zu drehen. Aber wie sie mir grad ne Kündiger wollten, hab ich denn auch gesucht, dass sie mir wissen sollten, wer Infos und Hot News ich noch wen kenn. Na, war ihnen klar, wir brauchen den. Leid, was war das für ein Jahr? Kommt's euch auch wie gestern vor, dass wir miteinander gefeiert haben. Es uns haben gut gehen lassen, ein wenig Lawaffen konnten auf der Strossen. Bloß, wer hätte gedacht, was noch kam. Ein Drecksvirus hat uns voll erwischt, sich unsichtbar unter die Leid gemischt und uns am Ende dazu getrieben, dass wir voneinander ferngeblieben. Gut, man muss ja ehrlich sagen, dass mir Franken das eh nicht so recht verdrohen, wenn einer nicht einen gescheiten Abstand hält. Mit 1,50 jedenfalls hätten wir uns ne Moe schon lang verbrennt. Aber nachher gong's ja erst richtig los. Ich, wenn du bloß dran denken musst, kaum hat's das erst mal Lockdown gehasen, sah mir die Leidler nei die Städte rasen, um sicherstellen zu können, dass er die Zeit daheim auch gut verbringe. Was mir bis heut nicht klar geworden ist, was bei denna Lusa misst, die schnell wie der Teufel und in Rallye-Manier mit ihrem Einkaufswecher lassen vor und vier durch die Gang beim Lidl gestraft und haben am Ende doch bloß ne Globerbier gekauft. 30, 40, 50 Bäckler, dazu noch ein paar Erbfisägler, schon waren's auch fertig fürs Armageddon. Das ja dann aber doch nicht kommen. Aber wir alle werden noch sehr gut wissen, da gab's auch noch a andere Krisen. Die ganze Stadt war schier schockiert. Man hat sich gefragt, wie ist denn das passiert? Das Heiligtum der Hofer Leid, bekannt in Deutschland, okay, europaweit, muss in dem Jahr so richtig bluten. Ja, die Wäschlermänner, meine Guten. Fake News waren über sie im Umlauf gewesen. Amen, habt das so ja gelesen. Der Gutmacher hat sich entschuldigt und Abbitte getan. Wir sehen's ihm noch. Immerhin lebt er vegan. Ach Leid, es gäbe noch viel mehr zu sagen. Über Logos oder die Höllentalbahn, über Luftbrücken und unser blaues Wunder. Da fallen jetzt ja auch schon die Glosstarren unter. Wer was? Beim bunten Faschingstreim, wenn er mit rausgeflogen war, die letzten Schein. Ja, da lob ich mir, der Hinweis sei erlaubt, wenn man sich in der Hofer Stadt umschaut, manch anderes altes blaue Haus, das hält seit 100 Jahren sehr viel Wärme aus. Bloß ne, das große Thema in dem Jahr, das ist und bleibt Corona, so viel ist klar. Eine Bitte an die Politik. Kaum waren die Inzidenzen unten, haben wir die Mutationen gefunden. Vorsichtig, müssen wir freilich sagen. Doch braucht es zwischendurch halt auch einmal ein wenig an Optimismus, wenn man schon weiter durchhalten muss. Fortner bloß die Krisen sehen, löst am Ende nie das Problem, sondern macht das Kinder klar. Auch die größten Maßnahmen unterstützen lahm. Ich weiß, einfach ist es sicher nicht. Doch wär's eben ab und zu nicht blöd, einmal a Perspektiven aufzuzeigen, wenn wir schon in Quarantäne bleiben. Wohin soll's gehen? Was können wir machen? Wann dürfen wir Narren endlich wieder lachen? Das sind doch die wichtigen Fragen. Aber jeden durch ein neuer Weltuntergang und alles bloß in der Schwarz zu malen,
das hilft halt auch nicht, gehe ich eine Ruhe zahlen. Nur gemeinsam können wir es schaffen, wenn wir alle in die gleiche Richtung laufen. Geht ihr voraus, wir laufen mit, solange man ein Licht am Ende sieht. Denn bei allem Mist, der jetzt passiert, bei allem Verdruss, der in uns riert, darf man alles nicht vergessen. Lasst uns zusammenstehen, aufeinander achten. Solidarisch bleiben soll's einmal krachen. All denen einmal Dankeschön sagen, die durch ihre Leistung dazu beitragen, dass man die Zeit gut übersteht. Weil wisst ihr, es wird auch wieder anders gehen. Verzeihen, ich freue mich schon drauf, wenn ich wieder durch mein Dörfler laufe, ohne Masken, ohne Sorgen, kann ich mir noch ruhig anhören, was die Leute ein wenig beschäftigt. Der A hat sein Bäckler nicht gekriegt, wie ein Ruhrsport schimpft die Anne über was, was so recht keiner. Aber alles in allem wird das Leben wieder in geordneter Bahn weitergehen. Und wer was? Ein Mensch hat es ja auch was Gutes, dass man jetzt auf ein wenig was verzichten muss. Weil man dann, wenn alles wieder geht, vielleicht auch mal ein wenig besser sieht, wie schön doch unser Alltag ist. Wenn man das auch oft vergisst.